Hallo Jakob, Sie haben sich ein Video gewünscht, in dem die Schichtzulage ausgerechnet wird. Sie haben sich das Video angeguckt mit der Arbeitszeitberechnung. Das war das Excel-Video, ich glaube Nummer 056. Ich habe hier also auch mal Arbeitszeiten hingeschrieben, Arbeitsbeginn, Pause, Pausenende. Und hier habe ich schon mal ausgerechnet mit dieser Restfunktion, mit der Formel Rest. Das habe ich Ihnen in diesem anderen Video ja schon mal erklärt. So, und jetzt habe ich hier diese Arbeitszeiten in Stunden. So, hier unten habe ich mal hingeschrieben, Spätschicht ab 14 Uhr, da gibt es eine steuerfreie Zulage von 15% und ab 22 Uhr gibt es 25%. Hier unten habe ich übrigens auch schon mal den Stundenlohn hingeschrieben. So, wenn ich jetzt ausrechnen möchte oder das Programm soll mir automatisch zeigen, ob es eine Schichtzulage gibt, ja oder nein, mache ich das mit einer Wenn-Funktion. Erstmal vorweg, mit diesen Uhrzeiten. Mit den Uhrzeiteingaben kann ich so nicht rechnen. Ich müsste so eine Uhrzeit eigentlich erstmal umwandeln in eine Dezimalzahl. Das mache ich, indem ich diese Uhrzeit anklicke und mal 24 rechne. Dann bekomme ich hier 00, nicht irritieren lassen. Wenn ich das als Standardzahl zeige, dann würden Sie sehen, das ist eine 6. Bei Uhrzeiten ist es so, das Programm rechnet praktisch immer mit diesen 24 Stunden und deswegen muss ich hier also mit dieser 24 rechnen. So, das nehme ich mal wieder raus. So, und jetzt möchte ich das mit einem Wenn-Vergleich machen. Ich fange mal an gleich. Wenn diese Zelle, und hier muss ich jetzt wieder sagen, mal 24, wenn die größer oder gleich dieser Zelle ist. Und zwar muss ich jetzt mit dem höchsten Wert anfangen, sonst funktioniert das auch nicht. Wenn ich anfangen würde mit den 14 Uhr, dann wäre ja alles ab 14 Uhr. Das heißt, ich würde dann nirgends die 25% bekommen. Also ich muss hier mit dem höheren Wert anfangen. Und da ich den absolut an einer Stelle habe, stelle ich den hier mal mit der Funktionstaste F4 fest. Also, wenn diese 6 Uhr mal 24 größer oder gleich diesen 22 Uhr, und hier muss ich auch wieder sagen, mal 24 sind, was soll dann passieren? Dann soll das Programm mir hier die 25% ausgeben. Auch die stelle ich fest. So, jetzt muss ich meine zweite Wenn da dran setzen. Ich muss diese Zelle mal 24 ja nochmal abgleichen, ob diese Zelle größer oder gleich, jetzt muss ich hier wieder runterscrollen, dieser Zelle mal 24 ist. Ups, und die Zelle muss ich natürlich auch wieder mit der Funktionstaste F4 feststellen. Was soll dann passieren? Dann möchte ich, jetzt muss ich mal wieder runterrollen, hier die 15%. Und auch die stelle ich fest. Und wenn das nicht so ist, dann möchte ich eine leere Zelle. Und das sind ja zwei Gänsefüßchen. Und jetzt schließe ich zwei runde Klammern, denn ich habe zweimal Wenn aufgemacht. So, die Zelle ist schon mal leer. Okay, 6 Uhr gibt es nichts. Jetzt ziehe ich meine Funktion mal nach unten runter. Und dann schauen wir mal. Hier, 14 Uhr, 15%. Okay, die Zellen sind noch nicht als Prozent. Das kann ich ja nochmal umwandeln. Hier als Prozent. Da gibt es 15%. Hier hat man um 22 Uhr angefangen. Da kommen die 25%. So, jetzt möchte ich hier mal ausrechnen, wie viele Stunden insgesamt gearbeitet wurden. Bestätige ich mit Enter. 184 Stunden. Das funktioniert natürlich auch nur, weil ich meine Zellen, das kennen Sie auch aus den vorigen Videos, auf 37, 30, 55, also Uhrzeit, und dieses, den Ausgabetyp genommen habe, der über 24 Stunden ist. Also 184 Stunden. Jetzt möchte ich meinen Lohn ausrechnen. Da muss ich auch wieder sagen, gleich diese Zelle mal den 24. Ich hätte natürlich auch meine Uhrzeiten in Dezimal umwandeln können. Dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Mal dieser Zelle. Okay, jetzt kriege ich wieder so eine wilde Zahl. Da sage ich einfach, die soll mal eine Währung sein. Also 3.312 Euro bekomme ich schon mal. Und jetzt möchte ich meine Zulage noch ausrechnen. Und da sage ich gleich, diese Zelle mal 24 mal, ups, diese Zelle mal mein 18 Euro. Und die muss ich an dieser Stelle natürlich auch wieder feststellen. So, jetzt kriege ich hier Wert.
Und da kriege ich aber schon Zahlen. Das liegt daran, weil das Programm hier mit der leeren Zelle gearbeitet hat. Also muss ich hier an dieser Stelle auch nochmal eine Wenn davor setzen. Gleich wenn diese Zelle gleich leer ist, dann lass das bitte leer und sonst mach doch bitte meine Multiplikation und schließ die runde Klammer. So, und wenn ich jetzt meine Formel nach unten weitergebe, dann hat das Programm an einigen Stellen gerechnet, nämlich da, wo eben auch meine Zuschläge sind. Das sage ich nochmal in Euro. Und jetzt sage ich nochmal, ich möchte die automatische Summe rechnen. Und hier müssen Sie jetzt natürlich aufpassen, weil hier nur zwei Zahlen sind, erkennt das Programm das nicht als Tabelle. Also einmal diesen Bereich hier bis unten runter markieren. Und Sie sehen, Sie haben also nochmal, ach, ich hätte es hier unten machen müssen, 389,25 Euro, die dann steuerfrei sind. Das ist dann Ihre Schichtzulage. Also mit einer Wenn-Funktion können Sie es machen. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Danke, tschüss.